Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich fahre gerade Richtung Nutbush Forest. Ich war heute ganz spontan, wollte ich irgendwo fahren gehen. Und ich hatte keinen Bock, irgendwie ewig lang Auto zu fahren. Deswegen checken wir nochmal Nutbush Forest ab. Emil kommt auch und er sagt, da ist super viel neu gebaut worden. Deswegen bin ich richtig gespannt, Leute. Wir sehen uns gleich. Ach ja, und wir testen heute mal die Insta360 Go auf dem Lenker. Ich zeig's euch mal hier unten. Ja, es wäre natürlich cool, wenn man irgendwie vom Lenker da unten aus vloggen könnte. Aber ob das funktioniert, sehen wir auch gleich mal zwischendurch. Ah, Leute. Viel zu anstrengend. Morgen geht es zum Glück nach Winterberg. Ich hoffe, das Wetter hält sich. Die neue Luz Lima fahren. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass das Wetter sich hält. Aber hier das Cardio-Training. Das muss ja auch sein, denn ich habe schon geschaut, wo es Enduro-Rennen nächstes Jahr gibt. Aber dazu demnächst mehr. So, Leute, in Nutbush Forest angekommen. Ich schieb gerade mal hoch. Unten gerade was mit den Jungs gequatscht. Und ja, mir graut es irgendwie immer vor diesem Spot. Weil jedes Mal, wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl, ich kann einfach null fahren. Weil das alles hier eher aktiv springen ist, passiv. Ist schon schwer, aber ich taste mich einfach mal langsam ran heute. Gucken wir das Ganze an. Heute hier mal auf der Insta360 filmen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es aussieht. Könnt ihr mal bewerten in den Kommentaren unten. Also man muss schon sagen, die Jungs haben hier mega viel neu gemacht. Als ich das erste Mal hier war, da war ja noch nicht mal Blätter an den Bäumen und das war gar kein Vergleich zu dem, was jetzt hier alles steht. Und ich muss sagen, nachdem ich ein paar Mal die Line gefahren bin, habe ich mich auch schon viel schneller an das Ganze hier irgendwie einstellen können. Jo Leute, was geht ab? Ich bin zurück auf dem Heimweg. Zwei, drei Sachen muss ich euch erzählen. Erstmal Nutbush Forest. Jungs, was ihr da immer baut und was ihr jetzt daraus gemacht habt, echt ziemlich cool. Gute Arbeit. Die Sachen werden auch alle viel, viel besser mittlerweile. Ist kein Vergleich mehr zum ersten Mal, wenn ich da war. Und das Ganze hat mich jetzt echt nochmal motiviert, das aktive Springen zu üben. Und ich denke, ich werde mich das jetzt für die Off-Season, wenn die Parks zu haben, werde ich mir das ganze Thema vornehmen und halt da einfach hinradeln und dann halt meine Ausdauer trainieren und gleichzeitig da halt einfach dann, ja, aktives Springen üben.
so ein paar Tipps heute bekommen, viele neue, coole Leute getroffen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und wenn... Meine Schaltung spinnt auch langsam. Wenn ich das nächste Mal da bin, werde ich auf jeden Fall mir das aktive Springen vornehmen, Leute. Also, wenn ihr bis hierhin geschafft habt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Denn jede Woche gibt es mindestens 2 neue Videos auf diesem Kanal. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mit am Start bist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.